Am Mittwochmorgen kam es auf der Autobahnauffahrt bei Nentershausen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger aus Richtung Nentershausen kommend bei Nebel auf der L318. Als er an der Anschlussstelle Dietz auf die A3 Richtung Köln auffahren wollte, übersah er einen aus Richtung Görgeshausen kommenden SUV, sodass es zur Kollision kam. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer wurden hierbei verletzt. Außerdem fiel ein beim Fahrer vor Ort durchgeführter Drogentest positiv aus. Der Fahrer des SUV blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich.